been so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Alter, hat uns voll gespritzt. Guten Morgen, ich nehme euch wieder eine Runde mit. Es steht so einiges an. Ich muss selbst sogar drüber lachen, weil es einfach unglaublich viel ist. Ich weiß gar nicht, wie ich das heute alles schaffen soll. Egal, ich nehme euch wieder eine Runde mit. Ich habe jetzt gleich einen Zahnarzttermin. Haushalt ist soweit gemacht, aber noch nicht alles. Aber ich muss jetzt auch wirklich gleich los. Ich habe nämlich noch einen zusätzlichen Termin jetzt reinbekommen, weil Libella gestern Abend, also da ist es mir aufgefallen, dass sie eine Ohrenentzündung bekommen hat. Ganz, ganz schlimm. Es hat sogar geblutet. Es hat sie schon öfters gehabt, aber so schlimm wie dieses Mal jetzt noch nicht. Deshalb habe ich jetzt einen Tierarzttermin gemacht nach meinem Zahnarzt. Und irgendwie muss ich das jetzt alles irgendwie gebacken kriegen. Aber die Bella geht jetzt natürlich auch vor, weil das mit Sicherheit sehr schmerzhaft ist. Ich gehe davon aus, also die jammert jetzt nicht rum oder so, ne? Ja, und das muss ich jetzt schnell machen. Ich habe auch meine Haare gewaschen, deshalb sehen die so komisch aus. Ich habe sie nicht geglättet. Draußen regnet es nämlich. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ihr das sehen könnt. Aber ich muss mich jetzt echt total beeilen, weil, wie gesagt, so einiges ansteht. Im Laufe des Videos werdet ihr es merken. Und jetzt klingelt auch noch mein Handy. Also, bis gleich. Was sein muss, muss sein. Nein, es ist nur ein Kontrollbesuch. Gott sei Dank. So, fertig beim Zahnarzt. Ich war jetzt noch ganz kurz im Büro, habe was erledigt und bin nach Hause gefahren, habe die Bella abgeholt. Die hat so gar keinen Bock, da reinzugehen. Ich hoffe, dass mir jetzt irgendein starker Mann hilft, da reinzugehen mit der Bella, weil die so überhaupt keinen Bock hat. Also die stellt sich auch immer so voll auf die Hinterfüße. Die hat irgendwie voll Angst. Ne, Bella? Ja, feine. Vielleicht findest du die Liebe deines Lebens jetzt da drinnen. Kann doch sein. Egal. Meine Haare sehen total schlimm aus. Ich habe die so ein bisschen zusammen gemacht. Es regnet Hunde und Katzen, wie die Steffi jetzt sagen würde. Und beim Zahnarzt, ja, war es auch ganz normal. Eine Kontrolle halt ist halt super wichtig. Ich hasse es, zum Zahnarzt zu gehen, aber ich mache es halt regelmäßig, weil mir halt meine Zähne auch wichtig sind. Ich möchte halt gesunde Zähne haben und deshalb, ja, muss man das halt mal über sich ergehen lassen. Und jetzt gehe ich mal rein und schaue, was die sprechen. Wir haben jetzt keinen Termin eben bekommen. Wir sind ohne Termin da. Das heißt, dass wir wahrscheinlich länger warten müssen, ne, Bella? Bella ist schon total begeistert, die zittert sich voll ein ab hier, die weiß schon, dass es gleich da reingeht. Also hoffen wir mal jetzt darauf, dass mir ein Mann hilft, ein starker Mann, das wäre gut. Und ich habe auch noch eine weiße Hose an. Wenn ich jetzt die Bella da reinschleppe mit dem Regen, naja, es wird schon irgendwie gehen. Also, bis später. Komm raus, Bella. Komm, du bist dran, komm. Bella will lieber raus, ne? Sie lieber raus? Na komm, na komm her. Also die Entzündung ist so schlimm, deshalb wartet hier schon das Medikament. Aber die Bella, die will lieber raus, ne? Na komm, Bella. Auf die Waage wollt sie auch nicht. Hm? Bella. Na komm. Du Arme. So, meine Lieben, wir sind wieder da. Die Tierärztin, die ist auch ziemlich erschrocken, nachdem sie die Entzündung gesehen hat an Bellas Ohr. Ich habe jetzt Medikamente bekommen, und zwar zum einen dieses hier und das hier. Und dann hat sie zwei Spritzen bekommen, die Bella. Einmal Antibiotikum und einmal Cortison. Ich habe jetzt 65 Euro bezahlt und in einer Woche müssen wir dann nochmal hin und das Ganze kontrollieren lassen. Jetzt müssen wir uns allerdings beeilen. Da ist auch schon der Lassie, der ist auch schon bereit. Wir gehen jetzt noch ganz kurz was einkaufen. Der Lassie hat nämlich jetzt Abschlussfest von seiner Klasse. Da wird gegrillt und dazu brauchen wir jetzt noch ein bisschen was. Und ich muss mich dann zerteilen, weil der Gianluca eigentlich ein Sommerkonzert hat. Da hat er nämlich einen Auftritt. Und ja, das wird jetzt alles ein bisschen knapp. Eigentlich muss ich nämlich dann auch noch ins Büro. Und jetzt muss ich mal gucken, wie ich mich am besten zerteile. Aber ich wollte euch nochmal ein ganz kurzes Update geben, eben von unserer kleinen, feinen Bella. Und jetzt müssen wir uns beeilen, weil wir fast schon wieder zu spät sind. Ja. Falls es jetzt gerade deutsch war. Also, los geht's zur Feier. Schaut mal, wie es regnet. Und ich muss jetzt aussteigen. Der Luki hat jetzt seine Aufführung. Ich habe leider keinen Schirm im Auto, aber ich habe jetzt hier ein T-Shirt aus Lukis Sportbeutel raus. Und das werde ich mir jetzt irgendwie über den Kopf legen. Ja, wieder voll peinlich. Das kann wieder nur mir passieren. Lassies Schulfeier war jetzt auch total schön, aber ich musste da jetzt auch gehen, weil ich musste ins Büro. Ich wurde nämlich angerufen. Also ihr merkt schon, der Stress des Grauens, und ich muss mich jetzt wirklich beeilen. Jetzt modern. Ich kann hier unmöglich aussteigen. Wie soll ich denn das machen? Vor allen Dingen, ich komme eh zu spät. Jetzt gucken alle. Ich hasse das. Ich hasse es. So was kann nur mir passieren. Ich bin komplett durchnässt. Memo an mich selbst. Weh, ich nehme keinen Schirm mehr mit.
in meinem Auto. Leute, ich bin jetzt wieder zu Hause. Es ist jetzt 7:45 abends. Ich musste jetzt den Alessandro bei seiner Feier abholen, während der Luki eigentlich noch sein Konzert hatte. Also das Grillfest war ungefähr 20 Kilometer von uns entfernt. Und da musste ich ihn natürlich auch hinfahren, dann zu dem Konzert vom Luki fahren, beziehungsweise erstmal ins Büro. Ach, keine Ahnung, auf jeden Fall total kompliziert heute mein Tag. Hier ist die Bella. Komm mal her, Bella. Na, komm mal her. Na, komm mal her. Es war auf jeden Fall viel los, ne? Heute war viel los, ja. Und jetzt habe ich den Lassie schnell abgeholt von seinem Grillfest. Bin wieder an die Schule gefahren, an Lukis Schule. Hab den abgeholt. Und jetzt sind wir nach Hause gefahren. Das war heute sehr viel und alles sehr, sehr viel zu organisieren, ne? Ich kann mich halt leider nicht zerteilen und im Moment ist es so, dass super viele Feste meiner Kinder auf einen Tag fallen. Also quasi, ja, mehrere Feste auf einmal sind. Da ist der Lassie. Ja, die Bella hat Schmerzen, ne? Wo ist hier die Entzündung? Am Ohr, Schatz. Hier. Schau. Oh. Da. Näht das Ohr, schau mal. Ist ganz rot. Ganz rot, mein armer Schatz. Ja, jedenfalls, hat Alessandro zum Beispiel am Samstag Abschiedsfest vom Fußball. Ja. Na? Und da ist dann noch irgendwas und die Woche drauf ist dann noch ein Fußballfest und der Luki hat da auch... Ich habe Donnerstag Turnier. Ja, also ohne Kalender. Ist der Juli bei euch auch so schlimm? Also der Juli, der ist bei uns immer total heftig, gell? Hm. Naja, egal. So war das heute, mein Tag mit hin und her fahren und organisieren und kochen und zwischendurch. Und der hat das Konzert und der hat die Feier und es ist unglaublich. Egal, ich habe es geschafft. Ich bin jetzt ziemlich kaputt. Ich muss jetzt noch bügeln. Ich mache den Kindern Abendessen. Und ich wollte euch noch sagen, dass wir ja im Europapark waren und da habe ich auch mitgefilmt. Da haben jetzt ganz viele auf Snapchat geschrieben, ob ich das nicht online stellen könnte. Das mache ich natürlich wahnsinnig gerne. Es kamen jetzt super viele Sachen noch dazwischen. Er mag seine Abi-Verleihung und so. Und deshalb habe ich das jetzt nicht mehr online gestellt. Aber ich würde sagen, im Anschluss an dieses Video hänge ich euch jetzt mal unseren Ausflug in den Europapark an. Es war nämlich total schön. Der Lassie ist Achterbahn gefahren. Das war richtig heftig. Eine durfte ich nicht. Eine durfte er nicht, weil er noch zu klein ist. Von der drei Größe. 3 Zentimeter. Ja, leider. 3. 3 Zentimeter, mein armer Schatz. Naja, das nächste Mal, wenn wir hinfahren, darfst du dann auf jeden Fall mitfahren. Und wir waren 2 Nächte, also wir sind erst am Bodensee gefahren. Konstanz. Ja, und da haben wir ein ganz tolles Hotel gehabt. Also jetzt, wie gesagt, im Anschluss seht ihr das. Und nee, in Konstanz waren wir dann am 2. Tag. Ja, und beim ersten. Und das war schrecklich, das Hotel. Da waren wir im Ibis Hotel. Ja, und das war schrecklich. Wo waren wir zuerst? Geil. Ich weiß nicht mehr, wie der Ort hieß. Irgendwas Ähnliches mit Aldi, weiß ich noch. Ja? Aldingen. Ja, Aldingen. Ist es Aldingen? Ja, ich habe keine Ahnung, Leute. Auf jeden Fall war das Hotel mega, mega. Aber es war 1 Stunde von Konstanz entfernt. Ja. Da haben wir 2 Zimmer gebucht. Und dann am nächsten Tag waren wir in Konstanz, auch 2 Zimmer beim Ibis Hotel oder im Ibis Hotel. Es war schrecklich. Es war so schrecklich und es war so teuer. Es war so teuer. Hat sich gar nicht gelohnt. Ja. Das war schrecklich. Egal, auf jeden Fall lieben wir den Bodensee, die Bodensee-Therme. Ich blende euch das jetzt alles ein. Ja. Sonst wird das Video zu lang. Da wünsche ich euch schon mal ganz viel Spaß. Ne? Und dann sehen wir uns im Anschluss nochmal, würde ich sagen. Ja. Okay? Also, oh, die Bella kratzt sich schon wieder. Die arme. Die arme, feine Bella. Naja, okay. Also ich würde sagen, ganz viel Spaß jetzt bei unserem Europapark- und Bodensee-Ausflug. Bis dann. Wir sind da und freuen uns jetzt, da reinzugehen. Yay! Da ist der Zeppelin. Sieht so cool aus. Hi, Daniel!
angekommen und so sieht jetzt das Hotelzimmer aus. Richtig schön. Schaut mal, wie edel. Wir haben 2 Zimmer gebucht. Wir haben ja 3 Kinder dabei und werden uns hier mit Sicherheit sehr wohl fühlen. Das Hotel, das wurde neu gebaut im Februar. Und hier ist noch ein Balkon mit einer schönen Aussicht. Uns gefällt es richtig gut. Die Jungs, die freuen sich schon, sich dann ins Bett zu legen. Jetzt schauen wir mal, was der Bodensee uns so bietet. Und hier gab es Frühstück. Da waren wir gesessen. Wird aber gerade fleißig aufgeräumt. Deshalb hört ihr diese Nebengeräusche. Ich wollte es euch aber trotzdem mal zeigen. Sieht richtig schön aus. Wir fahren jetzt mit diesem Katamaran. Oh oh, hoffentlich geht es mir gut dabei. Mir geht es gar nicht schlecht. Alles gut. Wir gehen jetzt mal auf diese Aussichtsplattform da oben. Richtig schön. Ich glaube, da kann man ganz tolle Bilder machen. Richtig genial. Gott sei Dank passt das Wetter heute. Ganz schön hoch. Eieiei. Okay, ihr könnt jetzt lachen, aber ich gehe jetzt wieder runter. Das ist mir nichts. Das ist viel zu hoch und es wackelt und oh mein Gott. Ich gehe lieber wieder runter, auch wenn es meine Idee war. Ja, meine Männer sind jetzt aber weiter hochgelaufen. Die winken mir jetzt zu. So, ich wollte schon immer mal den Friedrichshafen bedienen. Bitte schön, der Herr, der Espresso. Ich wollte eigentlich einen Macchiato. Ne? Ach so, ja, da hätten Sie das aber dazu sagen müssen. Unglaublich, die können mich hier einstellen. Hier, bitte schön, der Herr. Danke. Hallo aus dem Europapark. Wir machen einen kleinen Kurztrip. Da ist ja mein Lassie. Hört ihr mich überhaupt? Wir gehen mal an eine andere Stelle lieber. Viel Spaß! Lucky. Alter. Der hat uns voll gespritzt. Ey. Da sind wir wieder. Ich hoffe, ihr könnt mich jetzt etwas besser hören. Wir fahren gerade mit so einem irgendwas hier übers Wasser. Die erste Attraktion, die ich fahre. Ich habe nämlich total Angst. Aber der Alessandro war super tapfer. Und zwar ist er Achterbahn gefahren. Wie nennt sich das? Blue Fire, wilde Maus und 2 Wasserrutschenbahnen. Oh mein Gott, mir wurde es schon beim Zuschauen schlecht. Echt. Ich habe da total Angst und voll Respekt davor. Ich muss immer unten warten. Wir sind vorgestern schon angereist. Und zwar sind wir zum Bodensee gefahren. Ich liebe den Bodensee, das ist so ein schönes Fleckchen in Deutschland. Wahnsinn. Und jetzt schauen wir mal, was es hier noch so gibt. Wir waren ja schon im Europapark, da hatte ich euch auch ein Video dazu gemacht. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for show. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so